Jo Leute, was geht ab? Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu diesem Video. Heute spreche ich mit euch über das Münzenhandling. Wie halte ich eine Münze? Wie gehe ich damit um? Wie mache ich Effekte damit? Und so weiter und so fort. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Oh Gott, ey. Ich habe jetzt gerade eben 20 Minuten gelabert. Jetzt schon wieder. willkommen zu diesem Video. Das ist wirklich sehr wichtig. Ich sehe es bei vielen Leuten, dass sie generell mit ihren Requisiten, vor allem auch wirklich mit Münzen, nicht so gut umgehen können. Und das wirklich, auch das sehe ich auch bei Karten, auch wenn ich selber keine Karten mache. Es ist wirklich überall so. Das Handling. Wie hantierst du damit? Das ist bei vielen Leuten einfach zu verkrampft. Und deshalb helfe ich euch hiermit heute, das Ganze zu verbessern. Und dann starten wir direkt. Ich will nur vorab sagen, ich weiß, Münzen sind wirklich schwierig, so als Zauberrequisit. Das ist mit das Schwierigste und mit das Anspruchsvolle, Münzen. Wir labern nicht lange rum, wir fangen jetzt einfach direkt an. Zuallererst schnappt euch jetzt direkt eine Münze, am besten eine Münze, die auch wirklich gut für euch ist. Ich habe jetzt hier eine große Morgendollar-Münze. Die ist sogar fast zu groß. Trotzdem ist es, sollte eine Münze sein. Macht eure Hand auf und schließt sie zu, so. Ganz flach machen. Und dann legt ihr eine Münze drauf. Und die sollte vielleicht ein bisschen mehr als zwei Finger dick von euch sein. Dann habt ihr schon eine ganz gute Münze. Dann ist die vielleicht sogar auch ein bisschen groß. So kleine Hartz-Dollar-Münzen oder 2-Euro-Stücke sind auch ganz gut. Genau. Dann werft ihr einfach mal so ein bisschen. Dann werft ihr einfach mal so ein bisschen hoch. So. Einfach so ein bisschen hin und her werfen. So. Das reicht auch schon. Dann einmal die Hände ausschütteln. Jetzt wieder eine Münze in die Hand nehmen, nochmal kurz ein bisschen hin und her werfen und jetzt die ganz locker auf der Hand halten. Falls ihr es könnt, könnt ihr auch zwischendurch immer einfach, das ist jetzt einfach nur so, um sich an die Münze zu gewöhnen. Das wird immer hoch. Aua. Hochflippen. Warte. Ja. Und jetzt haltet die mal so auf Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen so dazwischen. Und jetzt so ganz locker einfach ein bisschen so halten. So ein bisschen fliegen. Und dabei sollte das Ganze nur aus eurem Handgelenk so ein bisschen kommen. Nicht zu sehr aus dem Arm, schon aus dem Arm, aber halt sag nicht, dass die jetzt da hinten liegt. Nicht ernsthaft, ne? Dass da hinten meine Münze liegt. Hier unten, hier vorne, ne? Dann, oh Gott, Mann, jetzt habe ich wieder so scheiß Halsprobleme. Okay, ganz locker. Ein Tipp bei Münzmagie ist auf jeden Fall, dass ihr nicht so macht, sondern immer die Hand offen habt, weil Münzen kannst du halt panieren. Du kannst alles panieren, was du so willst eigentlich bei Münzen. Und ich hatte es auch schon in der Routine, die ich mal vorgeführt habe. Da hatte ich hier was paniert, hier was paniert, hier was in der Hand. Hier hatte ich, glaube ich, sogar zwei Sachen paniert. Ja, das ist... Ja. Und auf jeden Fall ganz offen halten. Und das Wichtigste ist locker sein bei Münzen, wenn ihr eine Münze übergebt. Locker. Ganz wichtig ist, die Münze locker in der Hand halten, locker in der Palmage, nicht zu verkrampft. Weil wenn ich dann manche Leute sehe, die so machen. Das ist auch blöd so, ne? Ganz wichtig ist, dass die Münze nicht irgendwo groß eingeschlossen ist. Ich sage, ihr macht jetzt irgendwo Banish, das kommt etwas anderes. Aber ja. Was auch bei Münzen gut ankommt, ist
die mal hier so zu drehen. Oder über die Finger zu rollen. Ja, das kommt da auch recht gut an. Und das ist eigentlich schon das Mundtraining. Ganz wichtig ist, immer ganz locker halten. Und einfach mal eure Vanishes so ganz so locker wie möglich. Zu machen. Denn dann werdet ihr auch locker. Dann werdet ihr eure Hand immer so ausschütteln. Und einfach locker bleiben. Das war's auch schon mit dem Video. Das kurze Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ciao. Liken, kommentieren, abonnieren und ja.